Und gebt Acht, wenn ihr das Ding verlasst. Ein Fuß nach dem anderen. Da liegen überall rostige Nägel rum. Hast du Zeichen von Tier gesehen? Als hätte ich hier wirklich einen Überblick. Nein, ich bin sicher, das schaffst du schon allein. Ich weiß nicht. Das Wasser sieht ziemlich klar aus. Ja, sieht. Da sitzt jeder Treffer. Soll's was Bestimmtes sein? Ich nehme dir gerne was ab. Ich brauche keinen Dank. Schau, gleich da drüben ist deine Tür. Da könnte Tiere sein. Wer das geschrieben hat, hatte ein Auge fürs Detail. Das Wasser fließt nicht. Klingt, als sei das Wasser jetzt in Bewegung. Was jetzt? Irgendwie muss man das Rad drehen können. Klappt! Auf zur Tür! Los! Tier? Na! Hier scheint Tier jedenfalls gerade nicht zu sein. Er muss hier irgendwo sein. Diese Mine ist riesig. Atreus, bei was genau willst du Odin aufhalten? Du
Du sprichst, als kennst du seinen Plan. Den kenne ich nicht. Deshalb sind wir... Brüder! Mit dem Fimbulwintereinbruch und Ragnarök vor der Tür wird Odin zu allem entschlossen sein. Was auch immer er planen mag, es wird sicher niemand außer ihm selbst davon profitieren. Ganz genau. Irgendwas Aufschlussreiches? Ah, zum Glück haben wir nachgeschaut. Denn? Ich will dich nicht entmutigen, aber das ist eben eine Mine. Mimir, das ist entmutigend. Habt ihr das dort gesehen? Oben links, hinter dem Kran, ist eine kaputte Tür. Wolltet ihr fliehen? Sehen wir nach. Wir kommen wieder. Da ist noch eine Tür. Machen wir den Weg frei und sehen nach. Hinter dir, Vater!
Dann mal auf zur Tür. Wir suchen erst woanders. Na gut. Sackgasse. Den Weg können wir wohl nicht nehmen. Eine Statue. Für die Asen gemacht. In der Tat. Und dann von Altjof den Dieb gestohlen.
Unglaublich. Das überfließende Wasser treibt den Kran an. Rapid. Der Aufzug hat keinen Antrieb. Ich wette, dieses Wasserrad treibt den Aufzug an. Setzen wir es in Bewegung. Gut, so fließt das Wasser weiter über die Seite. Los, hier hoch. Vielleicht kommen wir näher ans Aufzugsrad ran. Der Aufzug sollte jetzt voll in Betrieb sein. Fast geschafft. Wir werden im Nu da oben sein. Geschafft! Los, fahren wir mit dem Aufzug. Hier muss nah sein. Gut, Gedankenspiel. Wie muss sich Tyr in dieser Mine wohl fühlen? Wäre ich von Odin eingekerkert und dann endlich frei? Odin stände ganz oben auf meiner Liste, aber ich würde einfach nur irgendwas bekämpfen wollen. Bloß, um zu wissen, dass ich es noch kann. Tyr? Wow, was ist hier passiert? Scheusal, links! Scheusale! Hinter dir, Vater! Das war jedenfalls nicht Tyr. Schauen wir uns um. Er hat es nicht rausgeschafft. Ist das ein Relikt?
Links von dir! Bruder, der Grimm sitzt da ganz oben! Noch eine leere Kammer. Ich würde sagen, vielleicht wird es Zeit. Nein, sag's nicht. Wir werden ihn finden. Da, noch eine Tür auf der anderen Seite. Na los! Skowser! Da oben geht der Weg weiter. Wir müssen nur darüber. Hey, ist das das Erz, das wir kennen? Geht doch. Ich glaube, wir sind jetzt höher als bei dem Stopp bei Sindri. Diese Mine ist eine gigantische Spirale. Ich glaube, ich kann da drin was hören. Statue. Nicht irgendeine Statue. Dieses Steingesicht hing über dem Eingang zur Weltmühle, erbaut von Grün dem Großzügigen. Noch ein Drogadloch.
nicht bereit. Noch eine Sackgasse. Wo ist er nur? Atreus, diese Mine wurde aufgegeben. Es ist unwahrscheinlich. Tyr ist hier, das weiß ich. Tyrlin hat uns zum Eingang der Mine geschickt. Wir müssen nur weitersuchen, bis wir ihn finden. Du sagtest, ich habe das Kommando. Und ich sage, wir suchen weiter. Also hör auf. Sieh dich vor. Ich folge dir, aber ich spreche aus, was ich sehe. Du musst mir nicht zustimmen, aber so wirst du nicht mit mir reden. Verstanden? Jawohl. Was ist los? Warum geht das nicht? Die Kette ist blockiert. Sie ist jetzt frei. Ich bin bereit. Noch eine Tür. Die muss es sein. Wir werden sehen. Aber erst müssen wir zu ihr hinkommen. Kletter hinüber. Such einen anderen Weg. Ich glaube, hier ist eine Kurbel. Atreus, hier noch ein Gedankenspiel. Würde jemand wie Tyr, der sein Leben lang kämpfte, sich wirklich beweisen wollen? Der Beweis ist eine Spur der Zerstörung. Aber wenn die Spur der Zerstörung ein Haufen Schurken ist, wieso ist es dann wichtig? Du bist stark und hast richtig gehandelt. Krieg ist kein Maßstab für menschliche Stärke. Ich hoffe, das verstehst du irgendwann. Sieht aus, als lässt diese Maschine Erz in den Wasserdruck fallen. Das muss es sein. Können wir die Plattform wieder in Gang bringen?
Ja, sehr gut. Ich komme zur Tür. Da sind wir. Wir müssen noch mal zurück zur letzten Tür, oder? Das kommt mir bekannt vor. Wir sind wieder in dem Spiralbereich der Minen. Verdammt! Habt ihr das gehört? Wir sind wohl nicht allein. Ohrenspitzen. Augen auf. Das kam von hier drüben. Hier führt ein Weg hinaus. Atreus. Verärgern dich meine Worte. Schon gut, ich versteh's. Aber! Wartet mal! Ist das da vorne Licht? Hey, das könnte es sein. Ein Türriegel. Da muss etwas eingesperrt sein. So versperrt man keine Tür, hinter der man Bettwäsche lagert. Ich sehe, was zu tun ist. Go! Sie
wollen uns fernhalten. Hier muss es sein. Dann mal weiter. Schickt uns nicht. Wir sind die Guten. Das ist der Kriegsgott. Diese Klingen. Ich kenne dich. Göttermörder. Und jetzt willst du mich töten? Nein, dich befreien. Bleib bloß weg! Bruder, lass mich mal! Tyr! Tyr! Schau! Du kennst mich, nicht wahr? Ihr habt Mimir ermordet! Nein! Nein! Nein, nein, nein! Ja, wir haben ihn zurückgebracht! Ihr bleibt weg von mir, ihr Monster! Halt! Wir brauchen ihn! Warte! Oh!
Das ist der letzte. Suchen wir deinen Sohn. Einfach in Ruhe. Tyr, hör zu, ich schwöre, wir wollen dir nichts tun. Wir wollen dich nur Geht befreien. Geht weg von mir, bitte. Dich in Sicherheit bringen, ich weg von Odin. Zeigt Gnade. Das ist mein Vater. Wir helfen anderen. Ich gehöre nicht hierher, bitte. Es wird schlimm, wenn er zu uns ist. Bist du kein Soldat? Bist du kein Anführer? Reiß dich zusammen! Mein Sohn hat uns hierher gebracht. Wegen dir! Sinan! Du? Wieso? Du kennst mich nicht. Ich kenne deine Taten. Du halfst den Riesen. Wir revanchieren uns. Wir? Wir gehen jetzt. Kommst du nun mit uns? Statue im See. Hat ein Speer. Du brauchst sicher eine Waffe. An der Stock? Nein. Das ist sehr nett, aber nein. Danke, nein. Aber... Na gut. Ich lief weg, denn ich weiß nicht immer, was real ist. Manchmal ist da ein... Das ist doch keine Schande, Bruder. Es ist eine wirklich seltsame Zeit. Ihr hört ihn auch reden? Wir müssen heimkehren. Hört ihr das? Ein Wind. Er kommt von hier drüben. Vielleicht ist da ein Ausgang. Mit welchen Namen soll ich euch anregen? Ich bin Atreus. Mimir kennst du ja schon. Und das ist mein Vater, Kratos. Wie kommt es, dass ein Spartaner Sohn für die Jötnar spricht? Meine Mutter war die letzte Riesin Midgards. Laufey? Laufey. Ich erinnere mich. Auch sie wollte anderen helfen. Jetzt ist sie im Licht von Alfheim. Es tut mir leid für dich. Lasst mich das tun. Das ist doch das Mindeste. Wow.
erzürnt ihr Odin, um mich zu befreien? Tja, Ragnarök naht. Das wusstest du hoffentlich. Wir dachten, du willst helfen. Er befreit mich, um einen Krieg zu beginnen? Nein! Also, Tyr. Schön, dass wir uns wiedersehen. Mimir, was ist dir passiert? Ja, ich hab's dir gleich getan. Verrat, ewige Gefangenschaft, abscheuliche Folter durch die Hand des Allvaters. So etwas hattest du nicht verdient. Du etwa? Allerdings hatte ich eine etwas bessere Aussicht als du. Wir fanden ihn auf einem Berggipfel, umschlungen von Baumwurzeln. Um ihn zu befreien, mussten wir, tja, das... Höchst erfreulich. Für alle Beteiligten. Alles gut? Das Licht, es... ist so lange her. Da vorne ist ein Felsen. Der Schatten wird deinen Augen guttun. Komm. Du sagtest Ragnarök naht. Das heißt, Baldur... Baldur ist tot. Odin schickte ihn auf die Jagd nach einem Riesen in Midgard. Dann traf er auf Kratos. Jedenfalls versprach ich, die beiden zum höchsten Berg der Welten zu bringen, wenn sie mir den Kopf abhacken und Freya überreden, ihn zurückzubringen. Mir. Erzähl von Baldur. Vorsicht! Nein. Ist schon gut. Ich mach das. Go, go. Go, go. Geschieht ihm recht. Vorsicht, links. Er klammert sich an die Wand. Wir müssen ihn runterholen. Hinter dir, Bruder! Hinter dir! Kommt, wir müssen weg, bevor noch mehr angreifen. Du hättest den Speer nehmen sollen, um ihn zu schützen. Nein, ich habe der Gewalt abgeschworen. Aber du bist der Gott des Krieges. Das bin ich seit langer Zeit nicht. Wenn Odin Ragnarök beginnt, du würdest wirklich nicht kämpfen? Nicht einmal, wenn ich wollte. Bevor wir weiterziehen. Die Wahrheit. Was genau wollt ihr von mir? Ihr sprecht von Ragnarök. Ist es ein Kriegsgott, den ihr zu finden hofft? Braucht ihr diesen Tyr? Atreus? Ich... Verzeiht mir. Ich bin dankbar für meine Freiheit. Aber wenn ich mit euch in den Krieg ziehen soll, oder schlimmer, euch anführen, dann tötet mich. Ich kann nicht kämpfen. Es geht nicht mehr. Niemand tötet dich, Bruder. Lieber das, als Ragnarök zu erleben. Wir suchen keinen Krieg. Wir wollen nur antworten. Ich weiß nicht, wie ich euch helfen kann. Das macht nichts. Die Riesen vertrauten dir. Diesen Tyr brauchen wir. Wir brauchen dich. Na gut. Ich brauche nur ein bisschen Schlaf und eine Mahlzeit.
Ihr habt die Wachen getötet, die mein Essen bringen. Wie wär's? Möchtest du jetzt vielleicht weiter erzählen? Die Söhne Thors griffen uns an. Wir töteten sie. Baldur wollte Freya töten. Ich brachte ihn um. Du hast ausgelassen, wie wir die Walküren bekämpft und befreit haben. Und dass alle Riesen fort sind. Und dass sie mich Loki nannten. Und die Schreine und... Die Riesen sind fort? Als wir nach Jötunheim kamen, waren sie alle... tot. Tot? Glaubt ihr, dass Odin... Wissen wir nicht. Ich glaube, wir sollten hier lieber schleunigst verschwinden. Wow, was ist das? Verstärkung aus Asgard. Die Einherjar werden mein Verschwinden gründlich untersuchen wollen. Gehen sie durch den Himmel zwischen den Welten? Odin hat Tricks auf Lager, an die wir nicht mal zu denken haben. Sie landen auch in Nidavellir. Was ist mit den Zwergen? Für solche Bedenken ist es zu spät. Wir müssen gehen. Jetzt. Vorsicht! Yggdrasil. Es ist so lange her. Ich hatte seine Schönheit vergessen. Tyr, auf deinen Reisen haben die Riesen je von Loki geredet? Tut mir leid. Der Name kommt mir nicht bekannt vor. Die Riesen sind Waren. Ein sehr verschlossenes Volk. Ergibt Sinn. Wenn ich ausgeruht habe. Ein Baumhaus. Oh, Tyr. Du bist am Leben. Ach ja? Ist das so? Er ist nur müde. Ich habe ihm Essen und etwas Ruhe versprochen. Natürlich hast du das. Na, mal sehen, was sich machen lässt. Bitte, tritt nur ein. Wir sind gleich da. Ich glaub's ja nicht. Also, können wir besprechen, was wir jetzt machen? Es gibt viel zu bedenken. Wir sprechen morgen früh. Oh, also gut. Morgen früh. Halt still! Halt still! Ja! Schon viel besser. Danke. Siehst du? Schlaf gut, Tyr. Ich lege mich auch hin. Morgen steht viel an. Also, Tyr, dir wurde wohl einiges versprochen. Dann wollen wir dich mal unterbringen, ja? Komm einfach mit. Hey, schaut euch mal an, was ich für euch habe. Ich gehe davon aus, dass das niemanden stören wird. Ich kümmere mich um ein Quartier. Es könnte etwas dauern, bis ich ein so großes Bett gebaut habe. Bitte, macht ihr meinetwegen keine Umstände. Zu viel Platz wäre unangenehm. Habt ihr eine Besenkammer? Ja, aber da sind meine Besen drin. Mehr brauche ich nicht. Ehrlich. Das reicht mir auch schon. Na gut. Essen vielleicht? Ah, nichts Großes. Vielleicht ein paar Hartkekse? Hartkekse? Irgendeine Art Schiffszwieback reicht aus. Ich? Mit einer Prise Salz? Tja, mal sehen, was ich finden kann. Ich könnte schwören, dass wir Cracker hatten. Vielleicht hat das Eichhörnchen sie stibitzt. Weißt du was? Die sind in der Vorratskammer. Ich schau leise nach.